Hi, ich bin Dave Cunningham, Storyboard-Supervisor bei SpongeBob Schwammkopf. Ich zeige euch jetzt, wie man Patrick zeichnet. Als erstes die Augen, die sind oval. Die Augen innen ebenfalls. Sein Kopf ist wie ein Kegel. Seine Augenbrauen sind wie zwei Z, zeigen aber in verschiedene Richtungen. Eins hier und eins dort. Er hat einen kleinen Unterbiss. Die untere Lippe ist eine gekrümmte Linie. Als nächstes kommt Patricks dicker Bauch. Beide Seiten. Seine Hose beginnt mit zwei Linien. Dann weiter so, als wäre sie zu eng. Jetzt die Hosenbeine. Er ist ja ein Seestern, also sind seine Beine eher spitz. Sein Bauchnabel ist wie zwei kleine U. Und nun sein Arm. Der ist eher eine Flosse. Seine andere Hand winkt uns zu. Unter dem Bauchnabel hat er eine Blume. Und eine zweite am Bein. So zeichnet man Patrick.